Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Und zwar heute geht es nicht um ein Plugin, sondern wie man ein Bucket 1.9 Server macht. Das heißt, ein 1.9 Server mit Plugins. Das ist sogar recht einfach, wenn man mal verstanden hat, wie es geht. Und ich will euch nämlich heute zeigen, wie das so abläuft. Und zwar als erstes bin ich auf der Spikeout-Seite und hier sehen wir auch schon Minecraft 1.9 Release. Ich werde natürlich alle Links auch in die Beschreibung packen. So, hier haben wir dann eine Menge Text. Und dann kommen wir hier unten zu Spigot. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen eine Spigot oder Craft Bucket Datei. Ist am Ende das gleiche. So. Man kann die 1.9 nicht direkt downloaden. Das heißt, wenn euch irgendwer sagt, ja, nimm die und die Seite, um die 1.9 dort downzuladen, geht dir selbst gefallen, dass da irgendwas drin versteckt ist oder so. Also macht es lieber über diesen Weg. Er ist einfach. Und komplett sicher. Und zwar müssen wir uns die Datei selber erstellen. Dazu gehen wir auf diesen Button, auf diesen Link hier. Und dann kommen wir auf diese Seite, Build Tools. So, wie funktioniert das grundsätzlich? Wir benutzen ein Programm namens Git und führen diese Datei aus. Und diese erstellt uns dann einen ganz einfachen Ordner mit den Dateien, die wir möchten. So einfach ist es. Also. Wenn wir auf dieser Build-Tool-Seite von Jenkins sind, sehen wir hier unten letzter Build. Da klicken wir einmal rauf und laden uns diese Build-Tools.jar-Datei runter und ziehen sie auf unseren Desktop. Dazu brauchen wir dann auch noch Git. Git ist das Programm, womit wir das alles ausführen. Und dann klickt ihr einfach auf Download und installiert das. So, wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr gar nicht mehr downloaden. Sondern können wir schon loslegen, uns die Datei zu erstellen. Ich habe hier einmal Git, das Programm, dann die Build-Tools.jar, ein Testserver, der noch nicht auf der 1.9 vorbereitet ist, und die Build-Tools-Verknüpfung. Das ist einfach nur ein leerer Ordner, in dem wir das Build-Tool erstellen. So, das heißt, ich nehme diese Datei, die Build-Tools-Datei, kopiere sie oder kann sie auch ausschneiden und wir packen die in unseren leeren Ordner. So. Jetzt starten wir Git. Wenn ihr Git startet, sieht das so aus. Das heißt, da seht ihr nicht viel, das ist einfach nur euer PC-Name und ja. Jetzt müsst ihr in dieses Verzeichnis navigieren. Also was zum Beispiel bei mir Computer, F und dann in dem Build-Tool-Ordner ist. Das macht ihr mit dem CD-Command. Dann Slash, dann euer Laufwerk, wenn ich zum Beispiel in C möchte, dann bin ich jetzt in C. Und wenn ich dann wieder zurück möchte, gebe ich einfach CD ein, ich bin wieder ganz am Anfang. Also, ihr gebt ein CD, dann euer Laufwerkbuchstabe, zum Beispiel in meinem Beispiel hier oben, F, dann wieder Slash und dann den Ordner. Also, wenn ihr die Datei direkt in F hattet, wisst ihr das nicht. Ich habe jetzt aber diese Datei in einem Ordner. Der Build-Tool heißt. Das heißt, gibt es F und dann Build-Tool ein. Und jetzt sind wir in diesem Ordner drin. Hier, wo ich gerade mit der Maus drum bin, sind wir da auch. So. Jetzt wollen wir diese Datei ausführen mit Hilfe von Git. Das heißt, wir gehen einmal nochmal auf die Minecraft-Seite. Und hier sehen wir jetzt auch schon einen Code. Diesen Code müssen wir einfach nur eingeben. Java, dann -jar, dann der Dateiname, halt diese Datei, build-tools.jar und dann 1.9, weil wir die 1.9 Version haben möchten. So, das gebe ich jetzt auch ein. Java, -jar, build-tools.jar, ref und dann 1.9. Wenn ihr natürlich muss auch diese Datei vorhanden sein, in diesem Ordner, wo wir drin sind, ansonsten findet er sie nicht und es gibt einen Fehler. So, dann führen wir das aus und wir sehen, er hat es erkannt. Start and clone, jetzt fängt er es an runterzuladen. Das kann je nach eurer Leitung oder nach eurem Internet
ein paar Minuten dauern, dürfte aber manchmal auch recht schnell gehen. Vor allem beim ersten Mal kann es etwas länger dauern. Ja, jetzt seht ihr euch halt das herunter und dann kriegt ihr am Ende eine Craft-Bucket-Datei und die könnt ihr dann mit einer Startdatei, also Start.bat-Datei, ganz normal wie jeden anderen, wie ein 1.8-Server, 1.7-Server ausführen. Ich werde euch auch nochmal das Start.bat-Tutorial verlinken, falls da nochmal Fragen sind. Und auch das grundsätzliche Server-Tutorial, weil dort wird nochmal alles grundsätzlich erklärt. Anhand 1.8-Servers, aber es ist genau das gleiche wie hier bei diesem 1.9-Server. Bloß, dass eine andere Datei zum Starten ist. Dieses Tutorial soll halt nur zeigen, wie ihr eine aktuelle 1.9-Version bekommt für euren Server. Und das ist dann halt kein Vanilla-Server, also es ist auch ein Vanilla-Server, sondern es ist ein kompletter Buckets Bulgot 1.9-Server. Das heißt, ihr könnt auch, sofern das Plugin mit 1.9 funktioniert, auch nutzen. Ich werde, glaube ich, jetzt hier einen kurzen Cut machen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn alles runtergeladen ist. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, nach dem Cut, jetzt müsste eigentlich ein kurzer Cut gewesen sein, und zwar jetzt hat er das Git Build Tool fertiggestellt, das heißt, wir können es schließen. Und jetzt sehen wir hier schon einen Craft Bucket Ordner. Craft Bucket, also in unserem Build Tools Ordner, wo wir das Build Tools hatten, jetzt haben sich hier weitere Ordner erstellt. Und wir haben jetzt auch einen Craft Bucket Ordner, in den gehen wir rein. Und dann gehen wir in den Target Folder und hier sehen wir jetzt schon Craft Bucket 1.9 R01 Snapshot.jar. Die kopieren wir uns einfach einmal auf den Desktop und benennen sie dann CraftBucket 1.9. Jar nenne ich die jetzt einfach mal. Einen kleinen Fehler. CraftBucket 1.9. Ja, zack, okay. Und zwar ist die gerade daran, dass ich hier die schon mal auf dem Rechner habe, aber naja. Und ja, dann haben wir diese Datei und diese ziehen wir jetzt hier in unseren Test-Server rein. Hier seht ihr auch schon, habe ich eine CraftBucket 1.9 Startdatei. Wie schon gesagt, das ist eine ganz normale Bat.Startdatei. Dazu werde ich auch nochmal das Tutorial verlinken, wie man so eine Startdatei macht. Und ja, die mal kurz wieder umbenennen. So, und wenn wir die dann ausführen, dürfte er jetzt genau die Datei finden. Jetzt startet er diese Datei. Und dann werden wir gleich sehen, funktioniert der 1.9 Server. Das sehen wir auch schon. The server is running Bucket Craft Bucket Version 1.9. Und er ist fertig. Mehr ist es auch so weiter nicht. Wir können jetzt auf Slash PL, sehen wir Plugins 0. Und das funktioniert auch alles. Stoppen wir ihn einfach wieder. Und das war's soweit. Ja, das war dann auch schon das Tutorial zum Minecraft Bucket 1.9 Server. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War kurz und knackig. Einmal durch das ganze Programm. Und ja, dann würde ich uns sagen, sehen wir uns beim nächsten Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Oder abonniert mich doch, damit ihr nichts mehr verpasst. Und es hilft mir immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Tutorial. Bis dahin, haut rein. Ciao.